Tonnen an Änderungen für DMZ, dem Extraction Loot Shooter Modus von Call of Duty, stehen vor der Tür. Wenige Tage vor Season 3 Start ist es soweit. Activision veröffentlicht jetzt die Neuerungen und es sind wirklich viele Neuerungen. Wir haben gesagt, Season 3 könnte absolut wegweisend werden für die weitere Entwicklung von DMZ, wie in welche Richtung die Entwickler das Spiel planen. Und jetzt ist es soweit, wir haben viele Änderungen. Die Frage ist, sind die auch wegweisend oder sind das vielleicht nur kleine Veränderungen, die gar nicht so entscheidend sind? Sollte euch das Video gefallen, lasst gerne ein Like da und wenn ihr mehr sehen möchtet, würden wir uns über ein Abo sehr, sehr freuen. Und es geht los mit einer kleinen Einführung der Fraktionen. Activision sagt hier nochmal, dass 4 Fraktionen gegeneinander kämpfen und wo sie ansässig sind, nämlich Legion, Legion in Amerika, der Weiße Lotus, White Lotus in Asien, Black Mouse ist eher dezentralisiert und Crown gehört zum Vereinigten Königreich. Legion ist eher korrupt und bekämpft White Lotus, sie sind da im Streit. Black Mouse wiederum plant eher ihre Dinge aus dem Untergrund und Crown, der Newcomer, ist eher dabei, momentan noch seine eigene Geschichte zu schreiben. Sehr interessant, dass sie hier so anfangen und so ein bisschen die Fraktionen anbringen. Und dann geht es auch schon ans Eingemachte mit dem ersten Thema, und zwar der Handel. Viele Items bekommen jetzt nämlich eine weitere Bedeutung. Und zwar ist das so, dass sie in den Buy Stations eine weitere Option gegeben wird. Und zwar kann man neben dem Kauf von Ausrüstung und von Waffen jetzt auch Dinge herstellen. Und zwar ist es so, dass man sozusagen Rezepte benötigt, also Anleitungen für neue Konstruktionen. Da werden dann Komponenten aufgelistet, die man braucht, um diese Dinge herzustellen. Und jetzt ganz wichtig, die für die jeweilige Situation interessant sind. Also möglicherweise ist es so, dass sich diese Dinge, die man da herstellen kann, so ein bisschen danach richten, welche Missionen man aktiv hat. Werden wir sehen, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Jedenfalls ist das jetzt der erste Schritt Richtung Itemhandel, denn wir geben Items ab und kriegen neue Items dafür in unseren Rucksack. Diese Anleitungen, sagen sie, ist für die meisten Westen verfügbar, für Rucksäcke, für Killstreaks, für Wiederbelebungen und für Schlüssel. Also außerhalb der normalen Items noch für diese Sachen, was sehr, sehr cool ist. Vor allem das mit dem Schlüssel gefällt mir sehr gut. Und es ist so, dass jede Map eigene Rezepte und eigene Anleitung hat für diesen Handel, sodass man sozusagen auf verschiedenen Maps auch verschiedene Dinge bauen kann. Und es gibt Dutzende von diesen Rezepten. Der nächste Punkt ist die Werkbank, und zwar ist es so, dass man hier Dinge modifizieren kann, also Waffen, speziell jetzt die Kontrabandwaffen, aber auch Loadout-Waffen, so wie es aussieht. Sie sagen, diese Werkbank wird in der Nähe von Buy-Stations gelagert sein, also ist nicht in der Buy-Station selbst, sondern ist wohl ein separates Objekt und es ist so, dass man gegen ein gewisses Entgelt bereits freigeschaltete Waffenteile, ganz wichtig, also die Waffenteile müssen von euch bereits erspielt worden sein, wie auch immer, diese freigeschalteten Waffenteile kann man jetzt an Waffen anbringen und man kann Waffenteile von Waffen entfernen. Und zwar für Kontrabandwaffen und für Loadout-Waffen. Auch interessant, sie sagen, je nach Impact, also je nach Bedeutung, je nach Wertigkeit dieses Aufsatzes orientiert sich auch der Preis. Also habt ihr einen teuren Aufsatz, wird die Installation dieses Aufsatzes entsprechend auch teurer. Ein Beispiel, das sie hier nennen, sind Schalldämpfer, die besonders wichtig sein könnten zum Anbringen an Kontrabandwaffen und Thermalvisiere, auch speziell hier bezogen auf Kontrabandwaffen, was eine sehr interessante Option sein könnte. Oder ein anderes Beispiel, was sie hier nennen, ist die Watsnef, die zum Beispiel mit einem Scope oder einem 30er Magazin gefunden wird, was sehr ungünstige Bauteile sind für die Watsnef, dass man dann diese Watzer von diesen Bauteilen befreit und diese schlechten Attachments entfernt und vielleicht sogar bessere Attachments an die Waffe anbringen kann. Der nächste Punkt sind die Loadout-Soldaten. Auch hier sehen wir wieder das Bild mit den 4 Slots. Sie sagen, jeder Spieler kriegt am Anfang erstmal 3 Operator-Slots. Sagen also immer noch nicht, wie man diesen 4. Slot freischalten kann. Es ist im Endeffekt so, wir haben das ja schon so definiert als neuer Stash im Grunde genommen. Also eine Stash-Erweiterung, weil wir das erste Mal jetzt Westen, Rucksäcke und so weiter lagern können. Und zwar entweder 15 oder sogar insgesamt 20 Items, je nachdem wie viele Operator wir haben. Also genau definiert sind hier die Rucksäcke, die man lagern kann, Weste, Killstreaks, Wiederbelebungen und die Gasmaske. Und was wir auch sehen, oben rechts in der Ecke, ist die Anzahl der Extracts. Also anscheinend werden natürlich auch die Perks bei den Operatoren gespeichert. Diese Skins der Operator können dabei frei getauscht werden. Das heißt, ich kann zum Beispiel eine Rose gegen einen Klaus tauschen. Allerdings bleiben die Gegenstände immer auf diesem einen Operator gespeichert, auch wenn ich sozusagen das Aussehen des Operators verändere oder den Operator selbst sogar wechsle. In der Runde ist es dann so, dass man sich einen Operator aussucht, bevor man eine Runde startet. Und jetzt ist es interessant, wenn man extrahiert, dann gehen die Items nicht in den allgemeinen Stash, also nicht in euren normalen Stash, so wie ihr es kennt. Also wenn ihr zum Beispiel eine Waffe rausholt, dann habt ihr ja normalerweise in eurem Waffenstash. Jetzt ist es aber so, dass diese Items
gebunden sind an den Operator. Und zwar werden hier explizit erwähnt, die Primärwaffe ist gebunden, die Sekundärwaffe ist gebunden, Granaten, also taktische und die Impact-Granaten, also die normalen Granaten, sind ebenfalls gebunden und die Feldausrüstung ist gebunden. Das heißt, diese sind ab sofort dann nicht mehr frei austauschbar. Wenn man sich jetzt also diese Funktion mal überlegt in Kombination mit der Werkbank, dass man also Waffen in-game modifizieren kann, kann man sich vielleicht so ein bisschen überlegen, in welche Richtung das Ganze gehen soll, dass man also Operator speziell aufbaut und sozusagen die Waffen bindet und diese dann wieder modifizieren kann. Sehr, sehr interessante Funktion. Dann kriegen wir neue Items und zwar erwähnt werden hier der Secure und der Scavenger Rucksack. Jetzt wird's richtig krass, denn wir bekommen einen Secure Container, einen Sicherheitscontainer, genau wie in Escape from Tarkov, genau wie in The Cycle Frontier, also in den anderen Extraction Loot Shootern. Da ist es nämlich so, dass man einen Sicherheitscontainer hat, wo man Items einlegen kann und bei Tod behält. Also es geht sozusagen, es übersteht den Tod eines Spielers und das ist jetzt auch hier so. Und zwar dieser erste Rucksack, dieser Secure Backpack. Das ist so, dass wir, wenn wir Items in diesen Secure Backpack reinlegen, dass wir dann diese Items sozusagen nach dem Raid erhalten haben. Also Items in diesem Rucksack werden bei einer Extraktion nicht mehr in XP umgewandelt. Also ein Beispiel, habt ihr zum Beispiel eine Grafikkarte dabei? Also das ist jetzt eine Spekulation von mir natürlich, aber so ist es beschrieben. Habt ihr eine Grafikkarte dabei und geht hier mit diesem Secure Container raus, also mit dem Rucksack, dann behaltet ihr die Grafikkarte und könnt mit ihr in der nächsten Runde wieder reingehen. Also auch hier wieder sozusagen eine weitere Stash-Erweiterung und noch mehr Items, die wir auf irgendeine Art und spezielle Art und Weise außerhalb einer Spielrunde draußen halten können. Und jetzt wird's interessant, selbst bei Tod des Operators bleiben diese Items erhalten, solange man diesen Scavenger-Backpack hat. Und zwar bezogen auf einen, jetzt haben wir wieder den Punkt von davor, einem Loaded Operator. Also das auch hier ist alles Operator gebunden. Das heißt, dieser eine Operator mit diesem einen Rucksack und dieser einen Waffe kann dann sozusagen dieses eine Item haben. Scavenger Backpacks dagegen, also diese zweite Rucksackart, die funktionieren ein bisschen anders. Die bekommen einfach einen Waffenplatz abgezogen. Also die haben jetzt sozusagen dann nicht mehr die Möglichkeit, eine dritte Waffe mitzunehmen. Und dafür kriegen wir mehr Item-Slots. Also sinnvoll, wenn man halt Tonnen von Items durch die Gegend schleppen will. Auch der nächste Punkt ist sehr interessant und zwar sind das jetzt die Westen, neue Westen kommen rein, sie heißen Tempered Revive und Stealth West. Und zwar die erste Weste ist also die A3 Medic Weste, also eine medizinische Weste und sie hilft einfach für also eure Kollegen schneller wiederzubeleben und aber auch euch selber schneller wiederzubeleben. Also sozusagen die Medic Variante, sodass man tatsächlich sich jetzt mittlerweile Rollen geben kann. Die zweite Weste ist die Plate Comms Vest und zwar erhöht sie die Dauer von allen UAVs. Und zwar interessant hier alle UAVs, also Türme, die eigenen UAVs, die Walkie-Talkies von den Soldaten und so weiter und so fort. Und die Dauer wird nicht nur verlängert, sondern sie wird auch umgewandelt zu Advanced UAVs, das heißt erweiterte UAVs. Das heißt, da sieht man sozusagen die Gegner dauerhaft und man sieht auch die Richtung, also in welche Richtung ein Gegner gerade schaut und läuft. Kann man darüber streiten, ob das gut oder schlecht ist, weil, wie wir alle wissen, Advanced UAVs hat ja auch den einen oder anderen Nachteil. Aber gut, es wird hier eine Umwandlung stattfinden zu Advanced UAVs. Im Grunde genommen kann man sagen, dass das sozusagen der Scout ist vielleicht. Es kommt noch ein Punkt dazu, und zwar ist es so, dass ein Audiosignal ertönt, wenn ein Gegner in der Nähe ist, also ein gegnerischer Operator, ein gegnerischer Spieler, ist in der Nähe, ihr bekommt ein Audiosignal, eine Warnung, oh, Gegner in der Nähe, einmal bitte auf die Karte gucken. Und jetzt wird's ganz, ganz spannend. Dieser Satz jetzt in Kombination mit dieser Comms-Weste. Hier wird gesagt, dieser Rucksack könnte ein Vorteil für Solospieler sein. Wahnsinn. Also ich freue mich so sehr, dass sie diesen Satz hier erwähnt haben. Das heißt natürlich zum einen, dass sie an Solospieler denken und dass sie sogar denken, es könnte Solospieler helfen. Und sie scheinen das so ein bisschen im Blick zu haben. Wir haben ja teilweise schon befürchtet, dass sie die Solospieler loswerden wollen. Und deswegen finde ich diesen Satz so großartig. Sie sagen, es könnte ein Vorteil sein für Solospieler. Und ja, es ist ein schöner Satz, also hat mich wirklich sehr gefreut. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht so der Riesenvorteil für Solospieler sein wird. Aber wir werden sehen. Die nächste Weste ist dann die Stealth Plate Carrier. Und zwar ist das so, dass diese Weste einen Perk beinhaltet. Das heißt, da haben wir immer einen Perk mit dabei und zwar den Ghost Perk. Das bedeutet, mit dieser Weste sind wir komplett unsichtbar für jedes Radar. Das nächste Item ist das Atemgerät und zwar kennen wir das aus der Kampagne bzw. aus den Raids auch. Und zwar ist es so, dass wir damit lange, lange atmen können. In den Raids ist es so, dass man unendlich lange atmen kann. Wir werden sehen, wie es
in DMZ umsetzen. Es klingt aber auch hier nach unendlicher Nutzung, weil sie sagen, man kann damit unter Wasser atmen und dass man dieses Gerät mehrmals benutzen kann, ähnlich wie eine Stimpistole, wenn man sie auf die Kollegen einsetzt. Ja, und das ganze Thema hört nicht auf. Das nächste Item ist auch krass, und zwar der Skelettschlüssel. Und sie sagen so ganz witzig, wie ihr es aus vielen anderen Spielen kennt. Jedes Spiel hat gefühlt einen Skelettschlüssel und dieser Skelettschlüssel öffnet in der Regel jede Tür. Und so ist es auch hier. Skelettschlüssel kann man herstellen an der Buystation eben durch dieses neue Handelssystem. Das heißt, es wird hergestellt. Es ist ein teures Rezept, also man muss auch teure Items reinlegen. Dieser Schlüssel ist aber auch sehr, sehr wertvoll und soll so eine Art Notfallschlüssel sein für schwere Missionen oder für schwere Schlüssel, die man selten findet oder gar nicht gefunden hat bisher. Sie öffnet fast jede Tür und sie erwähnen hier, sie öffnet aber oder ersetzt nicht eine G21-Karte. Das heißt, für Gebäude 21 muss man nach wie vor eine Gebäude 21-Karte besitzen. Bei der Mission wird nochmal bestätigt, dass kein Reset erfolgt. Also jetzt ist es 100% schwarz auf weiß, wir haben kein Reset. Wir behalten also unseren Missionsprogress und die neue Fraktion, die kommen wird, die wir noch nicht kennen mit Namen, diese wird für alle Spieler verfügbar sein, also nicht nur für Spieler, also Vollspielbesitzer, sondern für alle, für jeden Einzelnen. Es kommen 3 Missionsebenen und zur Mid-Season kommen weitere 2 Missionsebenen. Außerdem sagen sie, dass es neue Herausforderungen geben wird durch die 2 neuen Bosse, dass wir da viel zu tun haben werden. Und auch sehr interessant, mit Season 3 wird ein Ereignis stattfinden. Dazu sagen sie jetzt gar nichts weiter, aber sie sagen, irgendwas wird passieren mit Season. Und dieses Ereignis wird dazu führen, dass wir weitere neue Aufgaben und auch Belohnungen bekommen werden. Um das Ganze jetzt zu vervollständigen, erwähnen sie noch eine neue Mission, das heißt Supply Run Contract. Da geht es einfach darum, dass man Stashes ablaufen kann. Hier geht es darum, dass man, wenn man frisch gestorben ist und keine Items mehr hat, dass man dann über diese Stashes sich komplett neu aufrüsten könnte, so wird es gesagt. Also ich bin gespannt, ob die Stashes dann neue Items beinhalten. Und das zweite wird sein Birds in the Sky. Hier ist es so, dass der schwere Helikopter wieder ins Spiel kommt. Und sehr, sehr spannend, also dieser Helikopter wird kein Benzin haben. Und dieses Benzin bekommt man nur am Flughafen. Das heißt, man muss zum Flughafen gehen in Al-Masra, dort dann sich Benzin schnappen, mit diesem Benzin diesen großen Hubschrauber tanken und dann kann man abheben und fliegen, wie mit jedem anderen Hubschrauber auch. Also man kann sich frei bewegen. Der Punkt ist jetzt, sobald man die Karte verlässt, beginnt die erfolgreiche Exfiltration. Also wir kriegen dann einen Countdown von ein paar Sekunden und wenn der Countdown abgelaufen ist, hat man erfolgreich exfiltriert. Also eine weitere Möglichkeit, aus der Karte zu entkommen. Und es gibt noch eine weitere Exfiltrationsmöglichkeit. Und zwar ist es so, dass in den Buystations ein neues Item zu kaufen sein wird. Und dieses neue Item ist eine sogenannte private Exfiltration. Das heißt, für den Käufer öffnet sich eine weitere Exfiltration, die noch nicht genutzt wurde, die noch nicht aktiv ist. Das heißt, irgendwo auf der Map habt ihr dann eine private Exfiltration, die nur ihr benutzen könnt. Und eine weitere sichere Exfiltration habt für euch oder euer Team. Bevor wir jetzt zum letzten Punkt kommen, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an die Kanalmitglieder, die diesen Kanal besonders unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür, auch für jeden, der ein Abo oder ein Like da lässt. Das bedeutet uns wirklich viel, also mir bedeutet es wirklich viel und ich bedanke mich wirklich herzlich dafür. So, mein Wort zum Sonntag ist jetzt, dass wir das Reputationssystem vermissen. Ich habe es im letzten Video erwähnt, ich habe es im vorletzten Video erwähnt. Es ist ein Leak und dieser Leak wurde im Blogpost nicht bestätigt und auch jetzt in der Vorschau nicht bestätigt. Wir werden jetzt auf die Patchnotes abwarten, aber so wie es aussieht, wird das Reputationssystem nicht kommen. Wer wissen möchte, was es ist, ich verlinke es euch hier oben. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Das Reputationssystem ist deswegen so wichtig, weil es in DMZ nochmal Tiefe reinbringt und viele, viele neuen Content und Herausforderungen. Vielleicht kommt es noch. Ich hoffe, dass es noch kommt. Allerdings vermute ich auch nicht, dass es für Mid-Season geplant wird, weil es ein zu mächtiges Ding ist. Diese Änderungen, die jetzt angekündigt wurden, sind super, super interessant. Irgendwie so ein bisschen dran vorbei, was wir erwartet haben teilweise. Aber andererseits durch das Handelssystem kommt es doch wieder zum Guten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir müssen die Patchnotes abwarten, um am Ende sagen zu können, was wir jetzt ganz genau von diesen Veränderungen halten. Also wie gut sind sie? Dass sie gut sind, gar keine Frage. Dass sie mehr Tiefe reinbringen, 100%. Aber ich bin gespannt, wie sehr sie sich auswirken auf das Spiel. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf Season 3. Leute, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Macht euch einen schönen Tag. Guten Start in die Woche. Hasta luego und hasta la vista.